aus leider oft traurigem Anlass im Jahr 2010 ein heiß diskutiertes Thema und schließlich und endlich dann auch eine Vorschrift, der Hundeführschein für Kampfhundehalter. Übrigens, der Einfachheit halber, kann man auch telefonisch machen. Mikey, komm her. Na komm her. Na komm. Wenn ich jetzt sage Sitz, was tut er? Ich sage jetzt Sitz. Der hört ja noch gar nicht zu, der lässt auf mich. Ja. Der Gernot Kuhl ist auch ein Hund. Hier ist der Ö3-Wecker. Das kann sich nicht geben. Guten Morgen, Österreich. Gernot Kuhl ist der Ö3-Callboy. Hallo? Ja, grüß Gott, Frau Ingrid Warschitz. Ja? Grüß Gott, Streuner hier vom Österreichischen Hundeverband. Ja? Sie sind Hundebesitzer und zwar von einem Coco Spaniel, gell? Ja, sind geworden, ja. Ja, ich mag Sie darauf aufmerksam, dass ein neues Gesetz sagt, dass der Coco Spaniel ab sofort zu den Kampfhunden gehört. Das gibt's ja nicht, das ist ja lächerlich sowas. Ja, also, der fällt halt dort eine, ne? Kampfhund, das ist ja, ein Kampf ist für mich eine typische Rasse, aber das ist ja kein Kampfhund. Ja, dann beschreiben Sie mal kurz den Hund, ich hab da die Bilder. Der ist gejungert, der ist vielleicht 30 cm, hat ganz kurze Fiers. Ja, das ist ein Kampfhund. Für das Sie bedeutet das jetzt, dass Sie einen Hundeführerschein machen müssen, gell? Einen Hundeführerschein muss ich machen? Genau. Wenn fällt denn sowas wieder ein? Das gibt's ja gar nicht. Der Hund, der hat ja noch nie was da. Ja, bis jetzt. Also wenn man Sie ohne Hundeführerschein mit diesem Hund erwischt, müssen Sie 200 Euro Strafe zahlen. Ich zahle ja nicht mal einen Euro für sowas. Also wenn Sie Geld holen wollen, dann kriegen Sie das ja deppert. Ja, es ist sozusagen wie fahren ohne Führerschein, gell? Also sowas idiotisch muss man mal auf sowas mal kommen. Das ist ja nicht normal sowas. Schauen Sie, wenn Sie mit diesem Hund jetzt Gasse gehen, ist Gefahrenverzug. Gefahrenverzug? Das schreibe ich in der Zeitung rein. Das sage ich einer. Gefahrenverzug, weil mein Hund, der was eh den ganzen Tag nur auf der Couch liegt, ein Gefahrenherd wäre, der geht aufs Katzenkistel, geht der rein. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, Kampfhund bleibt Kampfhund. Kampfhund. Ich habe einen Kampfhund. Der lacht ganz Bingau. Der lacht ganz Bingau. Wenn ich umgehe ins Wirtshaus und erzähle das, weil der so also oft mit meinem Mauenten, mein Hund ist ein Kampfhund. Der lacht ganz Bingau, lacht er. Auf alle Fälle bitte den Hundeführerschein machen. Und zwar ist das in einem Ausbildungscamp in Hannover. Und dort in Hannover, in Deutschland oben. Genau, und bezahlen bitte selbst, ja? Also was haben wir da für Schellen oben da? Wo? Lauter Blöde. Wo? Ja, wer das Gesetz macht oder weiß ich, was das für Komiker ist da. Ja. Der Ö3 Callboy. Nein, nicht wirklich. Gernot Kuhlis, hallo. Mein Gott, nochmal. Ihr seid wirklich gemein. Ich habe schon ein paar Mal zugehört. Ihr seid wirklich fies. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an.